Willkommen zu einem weiteren Videobericht. Heute stand der Weltkongress von Santa Gertrudis hier im Vordergrund, aber wir wollen uns zuerst ein paar Bilder vom gestrigen Abend ansehen. Der Abend begann mit einem Pferdeturnier, wo es darum ging, Geschicklichkeit und Kontrolle zu zeigen. Danach fand ein Musikprogramm statt, das von Ivan Volz und seiner Band angeleitet wurde. Zwischendurch gab es Reitkunst. Der Teil wurde von Regine Rieder angeleitet. Später fand eine Preisverleihung mit Abendessen statt. Hier wurden Prämien an die Aussteller der ausgezeichneten Zuchttiere überreicht. Heute Vormittag fand im Rahmen des Santa Gertrudi Weltkongresses das Richten dieser Rasse statt. Dazu einige Worte vom Präsidenten der Association Paraguaya de Criadores de Santa Gertrudis, Dr. Egon Neufeld. Wir haben am Vormittag den ersten Programmauflauf ab 9 Uhr gehabt, wo wir die weiblichen Tiere der Rasse abgerichtet haben mit unserem internationalen Richter, Dr. Jim Reeves. Am Nachmittag war bis jetzt die Abrichtung der Bulltiere, der Bullkälber und der Bullen. Bei den weiblichen Tieren gewann eine Kuh von Wilfried Neufeld aus Fernheim, Cabaña de los Mochos. Bei den männlichen Tieren heute Nachmittag waren sowohl der Gran Campeón wie der Reserve Gran Campeón, beide von der Estancia Potsdam. Soweit der Videobericht hier. Noch einmal kurz zum Programm. Morgen ab 9.30 Uhr läuft die offizielle Eröffnungsfeier des Rodeo Neuland hier los. Und dann am Nachmittag gibt es Rodeosport und am Abend natürlich ein kulturelles Programm mit der Musikgruppe Millennium Sia Show.